Herzlich willkommen zum letzten Fotocafé vor den Sommerferien. Es freut mich ganz besonders, dass heute so viele dabei sind. Ich war ganz ergriffen. Ich habe nur am großen PC gearbeitet und habe gesehen, okay, 7 Anmeldungen nur in den letzten 10 Minuten. Also das ist wirklich ganz, ganz toll und das motiviert uns natürlich sehr. Nur vielleicht zur Erinnerung, der Link, der jetzt verwendet wird, bleibt eigentlich immer gleich. Also das heißt, wenn ihr mal nicht angemeldet seid oder nicht wisst, wie der Link ist, ist es eigentlich immer der gleiche Link. Das heißt, ihr könnt dann auch kurzfristig zu uns stoßen für die Leute, die sowieso schon sehr oft beim Fotocafé dabei waren. Oliver, liebe Grüße nach Salzburg. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und liebe Grüße in die Zentrale nach Wien. Danke. Die Claudia aus dem Mostviertel habe ich auch schon gesehen. Hallo, Claudia. Hi. Es war ja jetzt eine spannende Zeit und ich hatte ja. Ich war jetzt relativ viel unterwegs und möchte euch da ein bisschen was zeigen. Und es hat aber Canon ganz eine spannende Kamera oder zwei spannende Kameras herausgebracht, die Canon EOS R7 und die EOS R10. Und die möchte ich euch im ersten Beitrag vorstellen. Dann kommt die Claudia Gollob, eine Familienfotografin aus dem Mostviertel, die sehr, sehr schöne Bildsprache hat, die uns ein bisschen was erzählen wird über ihre Arbeit. Es gibt einen Rückblick auf Lissabon und Porto, wo ich einige sehr interessante Aspekte wieder gefunden habe. Wie ihr wisst, ist ja Portugal eigentlich eines meiner absoluten Lieblingsländer. Dann haben wir heute eine tolle Bildbesprechung. Der Walter und die Elke haben sich ja die Farbspektakel ausgedacht und haben da jetzt schon drei sehr, sehr tolle Workshops abgehalten mit vielen Teilnehmern. Und da wollen wir uns heute die Bilder anschauen. Und dann natürlich unsere wichtige Außenstelle in Salzburg, Oliver, hat auch was für die Photoshop Challenge vorbereitet. Ich werde relativ kurz die R7 und die R10 von Canon vorstellen. Es hat ja schon Rumors gegeben, dass Kameras kommen sollen. Keiner wusste, wann und was das genau sein wird. Und es sind jetzt die beiden ersten Canon EOS R APS-C Modelle. Das heißt, das sind einfach Kameras mit einem kleineren Sensor und es sind natürlich alle RF-Objektive kompatibel und mittels Adapter kann man EFS und EF-Objektive auch verwenden. Die Kamera ist deutlich kleiner, wie zum Beispiel die Canon EOS 90D. Ist aber jetzt rein von der Positionierung her eher so im Bereich der Canon EOS 7D Mark II. Also dort schließt die an und ist jetzt quasi ein bisschen ein Bindeglied zwischen den Vollformatkameras und den EOS M-Kameras. Der Sensor hat eine überragende Bildqualität mit 32,5 Megapixel. Sehr gute Auflösung und das Bildrauschen wurde noch einmal verringert und es soll auch weniger Detailverluste bei hohem ISO geben. Ich habe die Kamera noch nicht in der Hand gehabt, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, also dass das wieder zwei sehr gelungene Modelle werden und auch die Videoqualität ist natürlich sehr, sehr gut. Durch die 32 Megapixel habe ich natürlich auch ein Potenzial für Ausschnitte. Und speziell auch für Naturfotografen, die den APS-C-Sensor benutzen, um vielleicht auch größere Ausschnitte fotografieren zu können, ist das natürlich eine tolle Sache, wenn ich dann ein 800 mm oder 600 mm habe und dann noch einmal um den Faktor 1,6 sozusagen bekomme. Der Oliver schreibt, RF-Objektiv für APS-C und so das Bajonett ist dasselbe Bajonett wie bei der großen Kamera. Also der Bajonettdurchmesser ist ident, also das spielt keine Rolle. Gell? Die R10 hat einen 24,2 Megapixel APS-C-Bildsensor, das heißt, die ist einfach hat eine geringere Auflösung und ist sozusagen ein gehobenes Einsteigermodell, also ungefähr positioniert mit der Canon EOS 850D, wird unter 1000 € kosten. Also sehr, sehr interessantes Modell auch für viele,
die vielleicht umsteigen möchten. Und es gibt auch zwei neue Objektive. Es gibt da so ein 15 bis 45 und ein 18 bis 150, die auch sehr klein und kompakt sind, die auch dann im Set mit diesen Kameras angeboten werden. Es gibt ein paar ganz neue interessante Funktionen. Man kann jetzt zum Beispiel eine Panoramaaufnahme erstellen. Man bewegt die Kamera, halt den Auslöser gedrückt und dann wird das Panorama sofort berechnet. Diese Funktion hat schon bei anderen Herstellern gegeben und Canon hat das jetzt auch eingebaut. Wird interessant, wie gut das funktioniert und ist sicher für Leute, die nicht so gerne Bilder bearbeiten, ein total interessantes Feature. Fotografieren wird mit 5 Bildern pro Sekunde während des Schwenks und der Bildstabilisator der EOS R7 unterstützt quasi auch diesen Vorgang. Und die Schwenkrichtung kann beliebig gewählt werden. Und die Kamera stellt sozusagen ein beeindruckendes, hochauflösendes Panorama sofort dann nach der Aufnahme. Das Ganze ist im Szenemodus angefügt und die größte Dateigröße sind 30.000 Pixel mal 3.200 circa. Es gibt einen Schwenkmodus. Das ist ja sehr schade, weil wir schwenken ja immer händisch inzwischen, aber schon so gut gelernt. Jetzt soll uns das auch ein Assistent abnehmen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber man hat ja da sozusagen auch in Kombination mit dem Bildstabilisator hat man das verbessert. Wobei ich sagen muss, den Bildstabilisator, den die Canon EOS R5 und R6 drinnen hat, den hat auch die EOS R7 und die EOS R10 hat einen einfacheren Stabilisator. Das ist ein großer Unterschied. Also der Bildstabilisator ist da anders. Focus Stacking gibt es auch eine neue Funktion mit der Tiefenkombination. Und Stacking ist jetzt in der Kamera möglich. Die Einzelbilder werden auch gespeichert und eine spätere Bearbeitung in DPP ist natürlich möglich. Und ich weiß ja, dass das immer wieder Thema auch bei den Seminaren ist, dass manche Leute dann sagen, ja bitte, ich würde das ganz gern auch in der Kamera schon machen und das funktioniert jetzt inzwischen auch schon. Was jetzt völlig neu ist, das kennen wir von der R5 und von der R6, ist einfach der Autofokus. Und zwar dieser Dual-Pixel-Autofokus, wo sozusagen auf jeden Pixel am Sensor sitzen zwei Fotodioden, die dann die Schärfe einstellen. Das ist ja der große Unterschied auch zur Spiegelreflexkamera. Und das funktioniert wirklich großartig, speziell dann auch mit Verfolgung, Gesichtserkennung, Augenerkennung. Also das ist inzwischen sehr, sehr ausgereift, diese Technologie. Und man hat da einiges auch von der Canon EOS R3 eingebaut. Und das ist sicher so ein absolutes Killer-Feature. Und mit diesen vielen Fokusfeldern wird auch die R10 sehr, sehr interessant werden. Und auch für Reisen, wenn es mal schnell gehen muss, wenn sich was bewegt, eine super Sache. Ich kann natürlich mit beiden Kameras High-Speed-Aufnahmen machen. 15 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss und 23 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Und bei der R7 geht es noch ein bisschen schneller. Aber es ist eher das Problem, wenn ich so viele Bilder mache, wer sortiert die wieder aus? Also es macht oft wenig Sinn, in der vollen Geschwindigkeit zu fotografieren. Das ist vielleicht wirklich nur beim Motorsport oder wenn Vögel sich sehr, sehr schnell bewegen. Aber ansonsten will man ja eher schauen, dass man nicht so viele Bilder hat. Einmal so, das war so ein ganz kurzer Überblick. Es wird also Infoveranstaltungen geben, dann im August. Also die Kamera soll Ende Juli bzw. im August ausgeliefert werden. Nur zwei Hinweise. Es gibt also jetzt noch einen Canon EOS R5 und R6 Workshop am 20.06. natürlich soll das heißen, nicht 20.02. Und wir haben unseren Fine Art Printing Day, wo wir bei freien Eintritt Informationen rund ums Thema Drucken euch näher bringen. Könnt ihr euch auch bei uns auf der Webseite nachschauen, ist im CG-Shop. Es gibt am Durchgang am Vormittag, am Durchgang am Nachmittag. Wir werden verschiedene Papiere da haben. Der Robert Lösch wird einen Vortrag halten, der also ein ausgewiesener Experte punkto Papiere, punkto Drucken ist. Ich werde auch vor Ort sein. Und eine ganz, ganz interessante Sache. Der Franz hat mir geschrieben, dass er eine Multimedia-Show über die Slowakei vorbereitet hat, unbekanntes Nachbarland.
Und dies am 13. Juni um 19 Uhr, gemeinsam mit dem Walter Dickmann, hat er die gestaltet. Und er hat dann geschrieben, sehr suffisant in seinem Text, also nach dem Vortrag wird das nicht mehr unbekanntes Nachbarland heißen, sondern bekanntes Nachbarland. Also wenn jemand Lust hat, bitte schaut euch das an. Ist sicher sehr interessant. Der Franz arbeitet schon länger an der Produktion des Weise und er wird sich sicher sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere auch dabei ist. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Gast, zur Claudia. Die Claudia ist Familienfotografin, fotografiert Paare, ist eine sehr junge Fotografin und ich werde das mal ganz kurz da umschalten und die Claudia mal, kannst du mal, Claudia, ich werde dir mal da dazuschalten jetzt zu unserem, dass man dir mal in deiner vollen Größe sieht, ich werde mal pinnen. So, ja cool. Hallo Claudia. Hi. Wie geht's? Ja, danke, voll gut. Ich bin ja das erste Mal dabei und freut mich voll. Ja, dass ich mich da kurz vorstellen kann, also ein bisschen Einblick bei euch krieg. Okay, sehr gut. Also du kommst ja aus Ibs, aus dem Mostviertel, eigentlich ganz in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Erzähl einmal so, wie war dein Weg in die Fotografie? Ja, der Weg in die Fotografie hat eigentlich so mit 14, 15 angefangen, wenn man die erste Digitalkamera von den Eltern in die Finger kriegt und einfach versucht, kreative Fotos zu machen. Das Ganze hat sich dann eigentlich immer wieder aufgebauscht und mit 18 habe ich dann das erste Fotoprojekt mit einer Kollegin gestartet. Da haben wir dann das erste Mal so Fotoshootings angeboten. Und ja, für mich ist dann eigentlich so die Leidenschaft ins Brennen gekommen, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, das macht mir super viel Spaß. Und jetzt kann ich sagen, seit 2017, also seit 5 Jahren, bin ich selbstständige Fotografin, habe mich eben auf Familien und Hochzeiten, kleine Hochzeiten spezialisiert. Und ja, es macht mir einfach irrsinnig viel Spaß, durch die Fotografie so viele besondere Menschen auch kennenlernen und ja, mit denen einfach auch ein bisschen was Magisches festhalten. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Hochzeit planst, wie ist da deine Herangehensweise? Triffst du dich vorher mit den Leuten, schaust du die Location oder wie sind deine Vorbereitungen? Genau, also grundsätzlich ist es so, die meisten kommen über meine Webseite zu mir, über das Kontaktformular. Dann ist eigentlich der erste E-Mail-Kontakt und dann wird eigentlich gleich mal telefoniert, weil ich möchte natürlich freundschaftliches Verhältnis zu meinen Kunden haben und ich finde, da ist es einfach ganz wichtig, dass man gleich mal redet und sie sympathisch ist. Und ja, dann wird eigentlich ein Location-Check gemacht, ab und zu wollen sie auch ein Kennenlern-Shooting, dass man einfach vor der Hochzeit schon mal schaut, wie harmoniert man vor der Kamera. Und ja, am Hochzeitstag gibt es dann eh den Timetable und an den halte ich mich und ja, genau. Bist du dann den ganzen Tag dabei von so diese Geschichte, weil jetzt ist ja bei Hochzeiten so der Trend, dass es teilweise irrsinnig lange dauert und wo du also dann wirklich richtig ordentlich im Einsatz bist? Also bei mir ist es so, meine kleinsten Begleitungen sind bei 2 Stunden. Das sind die was wirklich nur entstanden sind, zu zweit gegangen. Also ich habe ganz viele Tiny Weddings, die was wirklich nur zu zweit, zu viert sind. Da reichen 2 Stunden natürlich aus, aber ansonsten 4, 6, 8 Stunden. Und ich finde, da kann man eigentlich wirklich den Tag schon schön in einer Reportage festhalten. Also 10 Stunden, 12 Stunden, natürlich ist alles möglich. Aber ich schaue, dass ich das wirklich herunterbricht und dann wirklich in ein paar Stunden das Wichtigste erzähle und somit der Rest dann wirklich die Party ist und da reichen denen meisten dann eh die Schnappschüsse. Ja, ich glaube, es gibt da einmal einen gewissen Punkt, wo es dann auch nicht mehr notwendig ist, dass ein Fotograf dabei ist. Also ich glaube, das ist irgendwie dann more of the same. Aber ja, wenn du jetzt so eine Reportage sagen wir, von 8 Stunden machst, wie viele Fotos schierst du dann oder was machst du dann? Viele. Also sehr, sehr viele. 1.000, 2.000? Sagen wir 4.000 mindestens. Okay. Ja, ich liebe natürlich den Serienmodus, wenn ich wirklich auf dem Auslöser oben bleiben kann. Ich erstelle den Kunden auch sehr gerne GIF-Videos, also dass sie wirklich vom Fotoshooting auch nochmal so ganz eine kurze Videosequenz haben von dem Moment, wo sie in Bewegung sind. Und da macht natürlich Reihenaufnahme Sinn. Und aussortieren tue ich meine Fotos aber dann mit Fotomechanik, weil das ist dann wirklich so ein ganz schnelles Durchklicken, dass ich schaue, was ist was ist nichts.
Und dann bricht es natürlich over, dass die Kunden dann im Schnitt zwischen 400 bis 700 Fotos kriegen. Natürlich immer nur das Beste und meistens sind es aber mehr. Aber tust du dann zum Beispiel, also du machst aber ein Foto Mechanics, das hat den großen Vorteil, dass es irrsinnig schnell ist, gell? Genau. Vor allem bei so großen Bildformaten, wie es die EOS R6 ausspuckt. Okay, aber du fotografierst im RAW oder im JPEG? RAW. Okay. Alles im RAW. Und dann bearbeiten wir das im Lightroom oder im Photoshop? Ja. Also ich mache alles in Lightroom. Man muss auch sagen, Lightroom hat so viele coole Tools, dass man da Photoshop gar nicht mehr benötigt. Außer wenn jetzt wirklich ganz was Schlimmes im Hintergrund ist, das was man mit dem Stempelmodus nicht wegkriegt. Aber grundsätzlich bearbeite ich meine Fotos alle in Lightroom. Okay, das heißt, du hast da wahrscheinlich auch irgendeinen Look vorbereitet, den du dann später auf die Bilder drauf ziehst. Genau, also ich habe verschiedene Farbkombinationen für Indoor, also für drinnen. Ich habe was für Kirchen, ich habe was für Standesämter, weil natürlich ein Kunstlicht auch immer ganz andere Gegebenheiten hat. Und dann für draußen Sonnenuntergang, ja, wenn es bewölkt ist, dass es wieder wärmer wird. Und mein Bildstil würde ich generell als sehr herbstlich bezeichnen. Sag, und wenn du jetzt, gehen wir von den 8 Stunden aus, weil da kann man das dann gut auch irgendwie weiterspinnen, wie lang sitzt du dann bei der Auswahl und bei der Bildbearbeitung? Naja, also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, wenn ich jetzt 8 Stunden dabei bin, dann sitze ich ja fast wieder 8 Stunden bei der Bearbeitung, weil ich einfach finde, erst das fertige Foto ist ja dann der Diamant quasi, was dann rauskommt. Und ich will da keine Massenabfertigung machen, ich will wirklich das Besondere rausholen und nochmal nachcutten oder sonstiges. Und deswegen von der Bearbeitung her, ja, 6 bis 8 Stunden. Da bist du aber eh flott, wenn du so eine große Menge an Bildern hast. Und lieferst du dann zum Beispiel auch Fotobücher aus oder Prints? Was gibst du dann alles her? Genau, also bei mir ist es so, die Hochzeitspaare kriegen noch circa drei Wochen kriegen sie eine Online-Galerie, die was mit anderen Familien und Freunden teilen können. Da sind einfach alle Fotos einmal digital drinnen zum Downloaden. Und dann kriegen die Hochzeitspärchen eine Holzbox von mir, da wo mein Logo aufgraviert ist, da wo dann ein USB-Stick drinnen ist, nochmal mit alle Fotos hochauflösend. Und dann sind noch Prints dabei, die wo ich dann ausdrucken lasse auf ein Feinartpapier. Und du gibst dann quasi, wenn du jetzt mit der Canon EOS R6 fotografierst, die Fotos sind natürlich in der vollen Auflösung dann weiter. Natürlich. Das sollen sie das, also die können sie es dann gern in riesengroß auf Fotoleinwand aufziehen, wie sie es wollen. Und was das wird ja immer wieder behauptet, dass die Auflösung zu gering ist von der R6. Wie ist eigentlich so deine Erfahrung bei Hochzeiten? Also ich hätte noch nie ein Problem gehabt und ich muss auch sagen, also für mich ist diese spiegellose Kamera wirklich ein Upgrade gewesen aufs nächste Level. Und von dem her muss ich echt sagen, ja, ich habe da keine Probleme damit. Cool, weil jetzt hast du irgendwo kalt, ich habe jetzt gerade einmal jemanden stumm geschalten, dann glaubt das wieder weg. Du bist noch da, Claudia, oder? Ja, ich bin noch da. Okay, also ich habe eine Freundin, die hat eine ganz hochauflösende Kamera mit 50 Megapixel. Ja, Oliver, kannst du mal bitte da einen Ton abtragen? Irgendwer halt uns da rein. Und auf alle Fälle hat die 8000 Pixel auf der langen Seite. Das heißt, das ist natürlich eine Katastrophe, das einfach diese ganzen Raufels dann einzuspielen. Und dann müssen sowieso alle auf 3000 Pixel verkleinert werden. Also weil diese Diskussion haben wir ganz oft. Ich bin auch aber deiner Meinung, dass ich einfach jetzt mit der R6 mit diesen 20 Megapixeln bestens bedient bin. Und das sollte ja gut klappen. Auf jeden Fall. Mal schauen, was mir. Okay, mal habe eine kurze Kameraauswahl gehabt. Aber jetzt zu einem ganz anderen Themenwechsel. Du bist ja sehr erfolgreich auf Instagram. Du hast über 7000 Follower. Ja. Wie machst du eigentlich, akquirierst du deine Hochzeiten über Instagram oder wie kommst du zu deinen Kunden? Also grundsätzlich muss man echt sagen, die meisten Kunden kommen über Instagram oder Mundpropaganda. Also wenn ich empfohlen werde oder wenn ich live erlebt werde bei Hochzeiten, dann kann man auch gerne anfragen. Aber grundsätzlich spielt sich meine Werbungsplattform ist Instagram. Und da ist eigentlich die Magie dahinter, je authentischer,
man ist, je offener man sich präsentiert und auch quasi zu seiner Arbeit was erzählt und wie es dazu gekommen ist, dass das einfach die Leute anspricht. Weil, seien wir sie ehrlich, es gibt so viele Fotografen und es machen so viele Fotografen wunderschöne Fotos. Aber was ist dann der entscheidende Punkt, warum ich zum XY gehe? Weil er mir sympathisch ist. Und genau das will ich erreichen. Ich will meine Community, also meine Fans quasi so ansprechen, dass sie denken, okay, also dass sie das Gefühl haben, ich bin eine Freundin von Erna und einer Freundin vertraut mir. Und sie, meine Kunden vertrauen mir Erna einen Hochzeitstag an. Das heißt, dementsprechend baue ich das eigentlich über Instagram auf. Ich zeige mich sehr oft beim Fotoshootings, ich zeige Einblicke, ich erzähle darüber was und das in den Stories. Und bei den Beiträgen schreibe ich halt dann immer dazu, wie es zu den Fotos gekommen ist oder was bei dem Fotoshooting besonders war. Und das ist einfach, finde ich, meiner Meinung nach der Key dazu, dass man wirklich was erzählt und ja, lieber ein bisschen mehr erzählt und quasi so einfach die Leute anspricht. Weil ich habe gesehen, du hast ja auch wahnsinnig viele Kommentare und ich nehme mal an, gerade bei den Paar-Shootings, weil es ist ja doch sehr, sehr schwierig, dann, weil die Leute manchmal wahrscheinlich ein bisschen unlocker sind, um das einmal so zu sagen, dass man das sozusagen ein bisschen in die Gänge kriegt. Das finde ich ja sehr herausfordernd und also das finde ich immer ganz toll, wenn Fotografen da das irgendwie super kennen. Und ich denke mir, dass man dann, wenn man sozusagen jetzt die Claudia auf Instagram sieht und ihre Bilder, wenn man sagt, okay, die gefällt mir, das kann ich mir vielleicht vorstellen, dann wahrscheinlich wird man dich mal kontaktieren. Genau, das ist eigentlich für mich irgendwie so immer so ein bisschen dieses Ziel bei Fotoshootings, wenn die Kinder mich mähen oder die Mamas voller Stolz platzen oder die Männer dann im Nachhinein sagen, boah, das Fotoshooting war ja gar nicht so schlimm, wie ich glaubt habe. Wenn man irgendeins von den drei Kriterien erfüllt, finde ich, ist es ein super Shooting gewesen, weil wenn sich die Leute wohlfühlen und wenn sie es dann nicht als erzwungenes Fotoshooting sehen, dann entstehen auch die magischen Momente. Ich glaube, das Schlimmste ist sowieso, was man früher gesagt hat, was die Kinder so segiert haben mit Fotos, die dann irgendwie gestört waren für den Rest des Lebens. Aber das gibt es jetzt Gott sei Dank eh sehr, sehr wenig. Genau. Und ich denke mir, dass halt einfach auch bei Paare, ja, wie du eben sagst, dass man da einfach den richtigen Weg reinfindet. Und sind deine Kunden hauptsächlich dann aus der Umgebung oder fährst du machen wir weiter? Wie gibt es das? Ja, also Instagram, ja, folgen mir eigentlich schon sehr viele aus weiten Teilen Österreichs und Hochzeiten sind eigentlich Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, auch weil ich jetzt vier Jahre in der Steiermark gewohnt habe und ja, aus dem Umkreis sind eigentlich die Kunden. Sehr fein. Du hast ja auch ein paar Fotos vorbereitet. Ja. Yeah. Und die würden wir uns jetzt gerne anschauen. Sehr gerne. Warte mal, ich muss da mal geschwind die genau, du musst mir das freigeben. Freigeben erlauben. So, jetzt geht's. So. Wieso kann ich das jetzt da? Du müsstest nur freigeben, unten ist ein Freigeben-Knopf, dann soll es funktionieren. Ja. Und dann schreibt er mal Zoom die Bildschirmfreigabe erlauben. Ja, das muss ich enablen oder Apple ist da ein bisschen rigid. Du musst noch geschwind ja. Schlüsschen aufsperren. Gut. Das war leider ein bisschen. Ja, super. Gut, ihr seht es. Ja, jetzt sind wir nicht gut. Ja, ich habe jetzt eigentlich so meine letzten Lieblingsfotos ausgesucht. Das ist von der Hochzeit, die ich vor 3 Wochen festgehalten habe. Das Besondere an dem Ganzen war, dass es einfach ja, erst 5:30 war. Das heißt eigentlich noch viel zu früh für den Sonnenuntergang. Aber dadurch, dass es bewölkt war, ist es echt gut gegangen. Und ich habe die zwei einfach da in das hohe Feld eingeschickt. Und mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen vor meiner Kamera sich mit Erna selber beschäftigen und nicht immer in die Kamera lachen und dementsprechend habe ich gesagt, bitte stellt euch einfach zusammen, genießt es und ja, ist, ja, gefällt mir einfach so gut wegen der Vorderschärfe, also der Unschärfe, die was im Vordergrund ist und ja,
Dann habe ich dieses Foto. Das Brautpaar wollte unbedingt ein Foto haben, wo es aus der Kirche auslaufen. Und ja, natürlich in einer Kirche ist es ein bisschen duster, man hat nicht so viel Licht. Und das Foto ist technisch gesehen unscharf, nicht perfekt. Und dennoch ist es eins von den Lieblingsfotos von meinem Brautpaar, weil es einfach wirklich aus dem Moment ist. Die sind da quasi ausgekrennt und bei mir vorbei. Und es ist ein bisschen eine Unschärfe, aber für sie hat es einfach so diese Symbolik, okay, wir haben es jetzt endlich getan, wir haben geheiratet und jetzt aussehen ins Leben. Na, ich glaube, bei der Reportage ist das auch gar nicht so, also genauso wie du sagst, und wenn es den Leuten super gefällt, dann das ist eigentlich das Wichtigste und das muss auch nicht immer technisch so perfekt sein, wenn die Stimmung rüberkommt. Und wenn wir sehr ehrlich sind, wenn man ein technisch unperfektes Foto dann einfach in Schwarz-Weiß färbt, ein bisschen eine Körnung drüber schmeißt, dann hat das schon wieder irgendwie ein wenig was Magisches. Und genau so ist das eigentlich dann auch so geworden. Genau, dann habe ich da eins vom Babybauch-Shooting. Das ist total lieb, weil gerade kleine Kinder immer zum Motivieren für ein Foto schon eine Challenge ist. Und da war es halt dann einfach wirklich so, magst du der Mama einen Bussi aufs Bauch geben, der Papa macht da auch mit und auf einmal ist das ein Spiel geworden und dann haben sie halt ganz viele Busse aufgedruckt auf dem Babybauch und ich finde einfach dieses herzliche Lachen im Bauch und die so ein Bussi drauf, das kann einfach was, ja. Genau, das war bei einem After-Wedding-Shooting, ist auch wieder quasi so ein Zwischenmoment. Die zwei wollten unbedingt mit Sternball spritzen und es war wirklich schon dämmerig, es war schon nach dem Sonnenuntergang und ich mache dazwischen, also ich halte schon immer den Fokus auf die Gesichter, aber ich finde einfach so Zwischenmomente dann einfach voll magisch und da habe ich dann wirklich auf die Sternballspritze mal fokussiert und ich finde, ja, eben in einer Reportage oder in einer Bildgalerie, man möchte so Zwischenmomente haben, da wo es auch nicht immer die Gesichter mit drauf sind, sondern einfach wirklich einmal nur die Taten sprechen lassen. Und das im Vordergrund, da in diesem Bereich, habe ich quasi vor meinen Linsen auch noch mal einen Sternlosspritzer hingehalten, dass jetzt nicht nur bei einer quasi die Funken sprühen, sondern auch direkt vor meiner Linse, das was natürlich auch nochmal so ein bisschen ein Bouquet einzaubert. Genau, das ist auch eins von meinen Lieblingsfotos. Es passiert nicht oft, dass sie Kunden dafür entscheiden, dass sie ganz früh ein Shooting machen. Die meisten wollen sie mir erst gegen Nachmittag, Abend. Und die zwei haben gesagt, nein, sie wollen ein Sonnenaufgangs-Shooting und dann stehen wir auf und es ist nebelig. Und ich bin aber so, ich finde Nebel wahnsinnig spannend und ja, die Atmosphäre war einfach ein bisschen mystisch und es war einfach nichts los, es war so ruhig und ja, da habe ich einfach nur zu der Mami gesagt, bitte posier dich hin mit dem Bauch und streichel dem und genieß den Moment, wo du jetzt gerade nur so da stehst und nichts um dich herum passiert, ja. Ja, das war wieder bei einer Hochzeit, das war bei einer zweistündigen Begleitung, die was sie aber eine Stunde Zeit genommen haben für das Paar-Shooting und die haben sich gewünscht, dass ich Rauchfackeln organisiere und zuerst habe ich ihnen quasi die Rauchfackeln in die Hand gegeben, dass sie so ein bisschen um den wacheln und dann habe ich gesagt, sie sollen es runterhauen und ich habe mir die eine genommen und habe die quasi auch nochmal so ein bisschen vor der Kamera herumgeschwenkt und ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend, wie der Nebel da hinten in den Wald einzieht und wirklich so die Kulisse einnebelt und der volle Fokus nur auf die zwei ist. Ja, ist auch wieder ein Zwischenmoment bei einem Babybauch-Shooting. Da, wie gesagt, bei Zweijährigen ist es sowieso immer so ein bisschen eine Challenge, die bei Laune zu halten. Und natürlich wollen so kleine Kinder auch immer so gern hoppen. Das heißt, man muss sich dann immer so ein bisschen was überlegen. Wie kann man spannend machen? Wie kann man in Witz auslocken? Und da habe ich einfach zu der Mami gesagt, sie soll so ein Dings nehmen und quasi so ein bisschen kitzeln bei ihm. Und das hat ihm wahnsinnig gefallen, den kleinen Buben. Und ich finde es halt auch voll schön, wie da das Licht nur so ein bisschen durch die Bäume durchbricht. Und ja. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, Claudia, ich glaube, als du gesagt hast, man macht aber viele Fotos hintereinander, jetzt habe ich das schon besser verstanden. Das heißt,
man muss da immer jederzeit bereit sein zu fotografieren, vorher, nachher. Man weiß nicht, wann das Hauptmotiv ist, sondern man muss wirklich schauen, dass man den Moment einfängt und man weiß aber nie ganz genau, wann der kommt. Genau so ist es. Und vor allem einmal hat die Mama die Augen zu, dann hat der Bub die Augen verdraht oder sonstiges. Und wenn ich dann aber wirklich von diesem Moment 20 Fotos oder mehr habe, dann habe ich wirklich ein Spaziergang zum Aussortieren, dass dann wirklich schlussendlich von diesem Moment ein super Foto überbleibt. Und ich denke mir, die einfach dann die Bilder wegzuschmeißen mit geschlossenen Augen und so weiter, das geht ja dann ganz, ganz schnell, weil du siehst ja mit einem Blick. Genau so ist es. Und du fotografierst ja am liebsten mit einem 35er und einem 85er Millimeter Objektiv, hast du mir erzählt in unserem Vorgespräch. Genau. Also für Hochzeiten nehme ich das 24-70er, weil es einfach ein bisschen einen Zoom hat und ich doch ein bisschen flexibler auch bin, falls ich jetzt weiter hinten stehe, aber trotzdem kurz quasi vorn sein muss. Aber bei Familienshootings und Pärchenshootings stecke ich meistens nur das 35er oder das 85er auf, einfach, dass ich mich mehr bewege und mich da mehr spüren kann, vor allem auch mit der Blende weiter oben kommen. Also was mir immer auffällt, bei den ganzen Kurse und auch manchmal bei mir selber, wenn man jetzt zum Beispiel ein 24-105 hat und man will jetzt mit 85 fotografieren oder mit 105, man erwischt sich, wie man permanent irgendwie im Zoomring dreht und sich nicht bewegt. Und der große Vorteil einer festen Brennweite meiner Meinung nach ist eben, dass man sich auch ein bisschen bewegen muss, man kriegt eine andere Perspektive. Genau. Und das Erstaunliche ist ja, wenn man bei einem Porträt-Shooting jetzt sagt, man nimmt nur 35mm und 85mm mit von mir aus Lichtstärke 1:1,8, dann hat man eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und die Beschränkung, glaube ich, ist da wirklich eine Bereicherung. Ja, man bewegt sich viel mehr und es wird, so wie du sagst, man hat viel mehr Perspektiven auch drauf, als wenn man wirklich nur am Zoomring dreht. Das heißt, 200 mm, sowas lange Brennweiten verwendest du eigentlich überhaupt nicht? Ich habe einmal ein 70-200er probiert von Canon und habe mich natürlich schwer verliebt, weil es natürlich auch wahnsinnig schöne Bilder ausschmeißt, aber es ist leider nicht so alltagstauglich und von dem her bleibe ich lieber bei dem, was ich habe und ja. Nein, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Sachen, die man halt gern verwendet, dass man mit denen gut umgehen kann, dass man mit denen ein optimales Ergebnis erzielt und wenn das einfach ist, dann macht man gar nichts. So, dann darfst du mal weitergehen. Ja, das war bei einem Familienshooting, da waren wir zuerst im Wald oben und dann haben sie mir erzählt, sie haben gerade Hasenbabys. Und dann war das aber wirklich so, natürlich mit kleinen Kindern fangen wir ein bisschen früher ins Fotografieren an und quasi wie das Foto entstanden ist, ist wirklich eigentlich gerade die Sonne dann kurz vorm Verschwinden gewesen. Das heißt, das waren wirklich so die letzten Lichtstrahlen. Und die haben richtig zahme Haseln gehabt und die haben sie halt einfach wirklich da in die Wiesen hingesetzt. Mama Hase sitzt auch dabei und es war eine volle Freude, da die Kinder mit den Hosen miteinander. Und vor allem, was man auch sagen muss, was mir sehr gefallen hat, dass auch der Papa quasi da voll aufgetaut ist und der Mama da das Haserl auf die Schulter aufgesetzt und alle einfach so wirklich entzückend miteinander waren. Und, ja, das sind so die Momente, die was ich festhalten will, einfach dieses im Moment und glücklich zufrieden und ich finde, das strahlt das Foto auch viel aus. Und das heißt, du warst dann froh, dass du die Häschen mitgehabt hast, oder, in deinem Koffer? Ja, das war schön gewesen, ich hätte es gern mitgenommen, ja. Nein, aber das ist natürlich super, also wenn sozusagen dann die Fotografierten so tolle Sachen auch noch haben und ich glaube auch so dieses Umfeld, die Haustiere, die Kinder sowieso lieben und die zur Familie kehren, dann natürlich entspannt sich das Ganze noch viel, viel mehr und dann natürlich mit dem schönen Licht. Genau. Nein, es war dann wirklich der krönende Abschluss für das Shooting und hat das auch alles nochmal wirklich persönlich gemacht, so wie du sagst, Haustiere und sind ja dann quasi kehrt ihr zur Familie und dann von dem solche Erinnerungsfotos haben, ist glaube ich schon ganz cool. Und ich habe dich auch gefragt, weil du verwendest ja keinen Aufheller, keinen Blitz, das heißt, du schaust einfach natürliches Licht und wie du das einfach am besten nutzen kannst für deine Fotografie. Genau. Das ist, ja, bei mir ist es halt wirklich spontan. Ich schaue schon, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich dann kurz sage, okay, man kennt sich hier so ein bisschen um mit dran, weil dann kommt das Licht besser von da. Ja, oder so. Klar.
Aber grundsätzlich schaue ich, dass die Momente auch frei entstehen und ich mich dann halt eher ein wenig mittraue und schaue, dass ich das perfekt festhalte. Ja, das war vor ein paar Drehshooting. Da habe ich mich nicht entscheiden können, ob ich das farbige Foto mehr mag oder das Schwarz-Weiß. Was mir an dem Foto einfach sehr gut gefällt, ist der Bildaufbau, weil ich da wirklich geschaut habe mit den Linien von der Bank quasi da in die Mitte dann das Model zum setzen. Und ja, das ist auch, finde ich, diese Kunst, dass man beim Porträt-Shooting, wenn wirklich nur ein Mensch vor der Kamera ist, dass man dem das Gefühl vermittelt, hey, du bist jetzt gerade die Number One und du darfst dich jetzt gerade wie ein Star fühlen und du darfst es jetzt gerade richtig genießen, es geht gerade nur um die und dass sie die dann einfach wirklich auch wohlfühlen und dementsprechend das ausstrahlen. Und wenn man denen quasi dann auch noch so ein bisschen Accessoires gibt, so wie sie diese Sonnenbrille, dann sind sie nicht quasi, wissen sie nicht, was sie mit ihren Händen tun sollen. Weil mit einer Hand stützt sie sich an, mit der anderen Hand greift sie sich in die Brühen oder in die Haare. Und dementsprechend wirkt es dann schon wieder viel lockerer und authentischer, finde ich. Jo. Und das war es grundsätzlich von mir. Sehr fein, und dann werde ich mich noch mal kurz wichtig machen, mit dazu blenden. Wir haben ja zwei Workshops mit der Claudia, die leider jetzt schon ausgebucht sind, aber wir werden noch welche, es wird ja eine neue Termine geben, einfach ein bisschen Geduld haben. Und ich freue mich schon sehr, also wir werden dann am 12. Juni auf die Steinhofgründe um sein und ich werde das auch begleiten. Einmal, wenn ihr noch Fragen an die Claudia habt, könntest du jetzt einmal einen kleinen Chat reinschreiben. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Dabeisein und wir werden jetzt gleich mal weitergehen zum nächsten Punkt. So, ich werde da mal kurz rausschmeißen. Vielen Dank, Danke. Claudia, gell? Danke, Liebe Karl. Grüße nach Ibs. Danke. So, jetzt werden wir schauen. Ah, die Silvia Otto schreibt, super Fotos, Claudia. Silvia, vielen Dank, gell? Ich muss dann nur mal meinen komplizierten Mechanismus einmal ein bisschen weiterbringen. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen ein Portugal-Fan bin und ich habe ja ich war ja ganz oft in Madeira und ich habe jetzt das im März genutzt, im Mai genutzt, um einmal zuerst ein paar Tage nach Porto zu fahren, auf Location Scouting und dann war ich mehr Wochen in Madeira. Am vorletzten Tag war ich noch Corona positiv. Dann war ich 4 Tage in Quarantäne, aber Gott sei Dank ohne große Symptome und bin dann weiter nach Lissabon. Und die Alfama, die quasi, das ist von der Burg runter zum Meer, erstes Morgenlicht, da gibt es eine Aussichtsterrasse, wo auch ganz, ganz viele Leute immer stehen. Und das ist quasi der klassische Sonnenaufgangspunkt. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. Und das ist natürlich auch eine der Locations unserer Fotoreise. Die Straßenbahn darf natürlich nicht fehlen. Es gibt mehrere Linien in Lissabon und da fahren nicht nur Touristen damit, sondern auch, das wird auch von den Portugiesen benutzt. Und das Interessante ist, die können die Garnituren auch deswegen nicht ändern, weil die Spurbreite sozusagen so schmal ist, dass man also mit einer aktuellen Straßenbahn da nicht fahren könnte und darum hoffe ich, dass uns die noch lange erhalten bleiben. Ein Ort, der weniger bekannt ist, ist Prazeres. Das ist ein Friedhof und es blühen gerade die Jacaranda-Bäume. Also wenn ihr mal nach Lissabon fahren solltet, könnt ihr mit der Linie 25 bis zur Endstation fahren und es war eben diesmal besonders schön, diese Blüten. Und das Interessante an diesen Gräbern ist, dass sie teilweise auch so kleine Häuschen mit Vorhängen sind. Und es ist auch eine relativ große Anlage. Und das ist gerade in der Früh, wenn am Sonntag, da waren dann wenig Leute, also sehr, sehr interessant zum Anschauen. Und in der Altstadt haben wir dann diese Dekoration gesehen. Wir haben dann nicht herausfinden können, warum die da oben hängen, aber hat irgendwie lustig ausgesehen. Wenn jemand von euch schon einmal bei einem Fado-Abend war,
dann ist das meistens, sind das eben Fadenlokale, wo man halt 50 Euro bezahlt, man hat dann irgendwie ein Dreigangmenü und ja, und das läuft halt eh ganz, ganz okay ab. Aber ich habe dann ein ganz ein kleines Lokal gefunden, da waren nur 4 Tische und da haben dann diese 3 Musiker gespielt. Was mir noch nicht ganz klar ist, es muss immer möglichst, möglichst dunkel sein beim Fado. Das ist immer die größte Herausforderung für die Kamera. Aber wir haben diesen Abend dann sehr, sehr genossen und man gibt dann auch was für die Musik. Das ist ein bisschen ein anderes Modell. Wenn ihr nach Lissabon kommen solltet, in Alta Baixo, das ist dieser Stadtteil, da gibt es eben diese kleinen Fado-Lokale. Man braucht nur ein bisschen schauen und wenn jemand das brauchen sollte, einfach mal kurz schreiben, kann ich das gerne auch weitergeben. Es ist übrigens gerade Sardinenzeit in Portugal, das heißt die Monate ohne R, das fängt jetzt dann an und gibt überall gegrillte Sardinen. Und das ist auch schon eine Überleitung. Ich bin dann mit der Gruppe mit dem Zug nach Porto gefahren und in Österreich sind die Nuri-Sardinen sehr, sehr berühmt. Und da gibt es eine Geschichte, die einen Konnex zu Österreich hat und die möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar in der Nähe von Porto, man fährt ungefähr eine halbe Stunde mit dem Bus, ist ein ganz kleiner Ort, der heißt Matosinhos. Und da gibt es eben diese Nuri-Manufaktur. Und das Interessante ist, dass diese Firma wurde von einem österreichischen Investor vor längerer Zeit gerettet, aber jetzt nicht im Sinne von Übernahme und kaputt gespart, sondern die Familie Glatz hat sich dann sehr eingesetzt und führen quasi diese Nuri-Produkte weiter. Und man kann dort auch eine Führung machen. Und das ist also ein absolutes Muss. Die Leute dort in der Fabrik sind extrem freundlich. Und es war so eine spannende und gut gemachte Führung, denn die Sardinen werden dann angeliefert, werden dort gewaschen. Also es wird quasi händisch, jedes Stück Fisch wird geprüft, ob die Qualität passt. Dann werden sie in Salzlake gelegt, sie werden gekocht und werden dann sozusagen in diese Dosen verpackt. Und da gibt es 6 Zutaten. Das ist, glaube ich, Nelke, Gurke, Peperoni bei den Schafen, Tomatensauce. Und das Ganze wird dann auch noch quasi das Einzige, was maschinell geht, ist das Verschließen. Und ganz zum Abschluss kann man hier noch einmal so eine Kostprobe genießen. Und wie gesagt, bei einer Porto-Reise, das war eine der schönsten Führungen, die ich eigentlich jetzt in Portugal erlebt habe. Sehr, sehr spannend und irrsinnig Freunde, irrsinnig freundliche Leute dort. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ihr kennt ja sicher die Fotos, die berühmten Fotos von der Brücke in Porto. Und natürlich ist das am allerschönsten zu Sonnenuntergang. Und man kann dann einfach raufspazieren. Und wir gehen jetzt quasi hier auf diese Stelle hinauf, also hier oben, und können von hier Sonnenuntergang fotografieren, haben dann eine super Blick auf die Altstadt und da muss man einfach nur lange genug warten und dann bekommt man solche Fotos. Was ich jetzt gesehen habe, ich habe ein paar Tage vorher mit relativ hohem ISO und mit kurzer Verschlusszeit fotografiert und die Bildwirkung ist komplett eine andere. Also es hat bei Weitem hat die Brücke nicht so geleuchtet. Das heißt, wenn ich dann 15 oder 20 Sekunden, wenn ich länger belichte mit niedrigeren ISO, bekomme ich ganz eine andere Bildwirkung. Und natürlich ist dann der Sonnenuntergang plus blaue Stunde hier über der Dom-Luis-Brücke einer der absoluten Höhepunkte jeder Porto-Reise. Und am nächsten Tag in der Früh kann man dann sozusagen noch einmal Porto mit dem ersten Licht fotografieren, das ist auch ganz, ganz schön. Und der Vorteil ist in Portugal, durch dass das so weit im Westen ist, geht die Sonne erst um 6 Uhr auf. Das heißt, man muss nicht ganz so früh aufstehen. Ein Stückchen weiter im Süden liegt Aveiro. Dieser kleine Ort wird als das Venedig von Portugal bezeichnet, weil es eben diese Fischerboote gibt und die Kanäle. Hier gab es früher eine Saline. Und durch diese Salinen, also kann man jetzt auch noch eine Führung machen und das ist sehr, sehr interessant. Und man kann auch das ganz leicht von Porto aus mit dem Zug erreichen. Man fährt so circa eine Stunde. Und
Ich habe jetzt nur ganz, ganz einen knappen Ausschnitt gezeigt. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, werde aber vielleicht noch einmal im Lauf der nächsten Fotocafés einmal das eine oder andere Besondere noch vorstellen. Es gibt in Porto ein wahnsinnig interessantes Fotomuseum, also das wir auch besucht haben. Und der nächste Punkt wäre jetzt die Bildbesprechung. Ich würde den Walter mal zu mir bitten. Er sitzt nämlich schon die ganze Zeit neben mir. Und die Elke werden wir auch zuschalten. Schönen guten Abend, hallo. Der Fotowalk-Farbspektakel, den gibt es ja schon. Wie oft habt ihr den, haben wir den schon gemacht, Walter? Dreimal? Drei Termine haben wir gehabt. Genau. Ja. Und alle drei sind wirklich, wirklich gut angekommen und waren gut gebucht. War wirklich toll. Aber unser Allerwichtigste, die Lichtmeisterin Elke, fehlt uns noch. Elke, du bist auch da, habt ihr schon gesehen. Gut. Dann werden wir uns einmal ein paar von diesen tollen Fotos ansehen. So, ich werde einmal wieder umschalten. Ja, die Fotos sind rein zufällig in der Reihenfolge gewählt. Es ist auch keine Wertung der Fotos oder keine Reihung, sondern wir wollten eigentlich mit diesen Fotos die Vielfältigkeit dieses Farbspektakels auch optisch darstellen. Und jedes Mal, also ist es sicher so gewesen, dass die Termine nicht eins zu eins gleich abgelaufen sind, sondern immer ein bisschen auch von der Gruppe gesteuert werden, weil sie Einfluss nehmen können, was wir tun. Warum ich mit diesem Bild begonnen habe, ist eigentlich der Grund, weil die Magi, die das Foto gemacht hat, die einzige war, die diesem Foto auch einen Titel gegeben hat. Der Titel heißt Salsita. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das Foto so heißt, und vielleicht ist die Magi da und kann uns die Begründung mit dem Chat hineinschreiben. Das Foto ist hauptsächlich natürlich beeinflusst durch das Schiff, das hier durch die Bildfarbeffekte genau durchgeht, in der Mitte waagrecht. Und dadurch entstehen ganz, ganz eigene Effekte. Und die Schiffe fahren sicher zwei, dreimal während der Fotowalks durch, und da gibt es immer schöne Effekte, dass man die auch einbauen kann. Das nächste Foto oder die nächsten zwei Fotos sind beide von Franz. Falls sich jemand fragt, warum der Franz zwei Fotos herzeigen oder wir ausgewählt haben, es gibt eine einfache Begründung. Der Franz ist der Einzige, der Wiederholungstäter ist, sprich er war bei zwei Fotowalks dabei und deshalb auch zwei Bilder. Und wenn man sich jetzt kurz das erste und gleich das zweite anschaut, dann sieht man, dass genau das die Vielfältigkeit dieser Fotowalks auch darstellt. Das ist nämlich komplett das zweite Bild in die andere Richtung fotografiert, also Richtung Eisenbahnbrücke. Das Ganze, die Farbspektakel finden in der Nähe der Donau statt. Und ein Hauptmotiv ist sicherlich der Donauturm, wie man es am ersten Bild, am vorigen Bild deutlich sieht. Genau. Zusätzlich werden nicht nur die Farb hier eingebaut, und da haben wir versucht, eben die Kreise so zu ziehen, dass der Donauturm schön freigestellt ist, sondern eben auch durch die langen Belichtungszeiten und durch die Blende, dass wir schöne Blendensterne bekommen. Falls sich jemand fragt, warum man Blendensterne oben und unten hat, am vorhergehenden Bild bitte noch einmal. Das hängt damit zusammen, dass wir hier auch einen Platz gefunden haben, wenn es nicht regnet, dass wir künstlich eine Spiegelung herstellen können. Und das wirkt immer recht lustig, wenn wir mit dem 10-Liter-Kübel gehen und versuchen, eine Lacke zu machen, damit sich auch die ganzen Effekte spiegeln. Das heißt, der Holzwasser von der Donau dann. Genau. Ja, ja, sehr gut. Das letzte Mal 15 Kübeln und ein Bärchen ist auf die Stufen gesessen, die waren schon genervt, die wollten ungestört sein, und okay, ich habe immer gesagt, einmal komme ich noch, und ja, irgendwann einmal sind es dann gegangen. Aber auch hier sieht man wieder die schönen Farbeffekte, die wir steuern können. Die Teilnehmer können noch Einfluss nehmen, ob sie sagen, zum Beispiel das nächste Bild von der Isabella,
dass eben diese Kreise eben nur einfärbig sein können oder die Blendensterne hinten dreifärbig sein können. Also da gibt es immer Wünsche und wir versuchen, die zu berücksichtigen. Was sagst du dazu, Elke? Ich bin ganz deiner Meinung, Walter. Na, das freut mich. Eine sehr große Vielfalt bei den Bildern zu sehen. Auch das ist wieder komplett anders. Versucht eben die Sterne nur links und rechts einzubauen. Und das Hauptmotiv sind sicherlich die Farbeffekte. In der Mitte des Fotos hat die Sabine gemacht. Das nächste ist von der Silvia. Bei der Silvia, sie hat versucht, aus meiner Sicht, die Farben sehr, sehr dezent darzustellen. Für manche vielleicht ein bisschen zu dunkel. Aber auch das ist ein Stilmittel, wo jeder wirklich Einfluss nehmen kann. Und deshalb habe ich auch das Bild genommen, das nächste gleich dazu. Weil das ist genau das Kontrastprogramm, wo man sieht, da ist die Farbe im Vordergrund. Wieder mit Effekten von hinten mit den Lichtstreifen. Aber die Farben sind ja ganz, ganz deutlich betont und in den Mittelpunkt gestellt. Das Foto ist von Jürgen. Wieder was anderes, auch wieder, wie man unten sieht, in der Lacke gespiegelt. Von Gerhard das Foto. Der erste Termin, das war überhaupt der interessanteste Termin, nicht nur von, weil wir uns verschieben haben müssen, weil es der eine Tag war, wo es so geschüttet hat. Aber am nächsten Tag hat es auch nur 3 Grad gehabt und ich habe die Gruppe sehr bewundert, dass sie so gut durchgehalten haben und niemand früher gegangen ist. Das ist auch ein Zeichen, dass es den Leuten wirklich Spaß gemacht hat. Auch da. Schönen Bezug. Ja, passt schon. Beim nächsten Bild, das ist vom Harald, gefällt mir das Gegenteil wieder zu den vorhergehenden Bildern. Dieses harmonische, farbenreduzierte, dargestellte, aber irrsinnig stimmige Bild. Und die Farben des Vordergrundes passen sehr gut zum Donauton zusammen. Also auch hier wieder ein komplett anderes Motiv, anders dargestellt, was wir immer versuchen. Der Herbert als nächstes, da haben wir versucht, den Donauturm ganz einzurahmen mit möglichst bunten Farben. Und auch da sieht man jetzt zum Beispiel, weil jetzt kommen 3 Bilder hintereinander, die komplett unterschiedlich auch vom Ausschnitt sind. Es muss nicht immer das 3:2 Format sein. Hier ist es eher ein bisschen mehr 4:3. Hier ist es von Gernot zum Beispiel fast schon quadratisch oder könnte man fast sagen Instagram-Format. 5:7, ja. Aber auch hier wird in den Donauturm völlig eingebaut in die ganze Bildgestaltung. Und das nächste von Peter, da ist genau das Gegenteil. Das hat dann schon wieder ein bisschen einen Panorama-Effekt. Und den könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen verstärken. Es hängt halt davon ab, auch was man mit den ganzen Bildern machen will. Jetzt haben wir noch 2 Bilder zum Abschluss. Das Bild ist von der Susanne. Da auch wieder die Farben eher dezent, aber sehr, sehr stimmig und schön in die Landschaft eingebaut. Und das letzte haben wir von der Birgit, wo wir die Sterne total im Vordergrund haben, aber auch wieder mit den Kugeln oder Kreisen, je nachdem, wie man sieht, vor allem mit dem farblich betonten Untergrund, also ganz an der Bildunterseite, die sich auch hier eben durch die Nässe widerspiegelt. Und es ist wieder ein komplett ganz anderer Eindruck als bei den vorhergehenden Bildern. Ja, wir werden jetzt ein bisschen in die Sommerpause gehen. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass wir jetzt sozusagen nicht da sind, die Elke und ich, sondern der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir nicht um 9:30 erst mit diesem Farbspektakel beginnen wollen. Außerdem sind um die Zeit relativ viele Leute unterwegs, was auch nicht immer optimal ist. Und wir wollen den Teilnehmern dann auch nicht aufzwingen, dass sie vielleicht bis 1:30, 2 aufbleiben müssen, weil vorher einfach die Nacht noch nicht dunkel genug ist.
Aber wir haben seit heute einen neuen Termin online. Das heißt, im Herbst geht es weiter, 16.09. Und da möchten wir so um 19.15 Uhr starten. Werden wir schauen, ob es eine Viertelstunde früher oder später ist. Das entscheiden wir dann immer kurzfristig. Aber so als Richtzeit wird es etwas nach 19 Uhr sein und dann ist es auch deutlich vor Mitternacht vorbei. Für die, die heute das erste Mal dabei sind oder auch die Folge über die Entstehung der Bilder noch nicht gehört haben, Elke, würde ich bitten, dass du vielleicht ganz kurz noch was sagst über die Leuchtmittel, die du verwendest. Also auf den Fotos, die wir hier gesehen haben, war das ein beleuchteter Reifen. Beziehungsweise ein Foto war, glaube ich, auch dabei, wo wir Sternsplitter verwendet haben. Beleuchteter Reifen heißt ein normaler Fahrradreifen, der nicht mehr in Verwendung ist, geklebt mit einem LED-Licht und das ist gekoppelt mit einer farblichen Fernbedienung. Und aufgrund der Langzeitbelichtung kommen diese Farbspuren zustande. Weil ich glaube, er belichtet bis circa 30 Sekunden, oder? Ja. Bei den Fotos war das maximal diesen Fotos waren das maximal 30 Sekunden, ja. Wenn wir länger belichten, das würde zwar gehen und das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass dann so viel Farbe im Bild ist, dass es viel zu unruhig ist und dann eigentlich auf gut Wienerisch nur mehr Klecks oder Haufen ist und nicht mehr wirklich ein gestaltetes Motiv ist. Und deshalb versuchen wir, auch weil es für manche Leute leichter ist, weil manche Kameras ja nur bis 30 Sekunden gehen und das für uns ein Richtwert ist, mit dem wir gut arbeiten können, eben in dieser Bandbreite auch die Fotos zu gestalten. Ja, und die Sterne haben wir mit Taschenlampen erzeugt. Ja, das habt ihr nämlich auch ganz super gemacht. Dann sage ich mal, liebe Elke, vielen, vielen Dank. Du hast dir ja das Ganze ausgedacht und Walter, du bist immer da. Ihr beide habt eigentlich dieses Seminar aus der Taufe gehoben und jetzt auch dreimal sehr erfolgreich gemacht und ich freue mich schon auf weitere Termine und ich hoffe, dass ich selber jetzt auch mal dabei sein kann, aber im Herbst wird es sicher mal klappen. Einmal vielen Dank. Und wir sagen danke vor allem an die wirklich fleißig Motivierten und ich hoffe, dass der Spaß nicht zu kurz gekommen ist, dass alle Teilnehmer auch wirklich zufrieden waren. Ein großes Dankeschön von mir und natürlich, bin mir sicher, auch von der Elke. Auch von mir, ja. Ich sage ja auch danke an Walter und Elke. Da habe ich noch eine Idee. Und zwar, man könnte noch diese Party, diese Sprühkerzen nehmen, auch die man auf die Geburtstagstorten draufsteckt, statt die Sternspritzer, weil die geben wahrscheinlich sogar noch mehr Effekt her. Das wäre mal zum Ausprobieren. Es ist sicher, danke für den Hinweis, ist sicherlich eine Idee. Die Sternspritzer haben halt den Vorteil, dass sie länger brennen und dadurch andere Motive entstehen, aber es ist sicherlich eine Idee, dass man das auch mit der dicken Geburtstagskerze machen. Die Gefahr bei der dicken Kerze ist, dass es speziell, wenn man es anzündet, am Anfang so viel Licht ist, dass es keine Spuren mehr gibt, sondern eigentlich nur mehr ein Riesenhaufen ist. Weißen Fleck, ja, das ist das Problem. Ja, das wird zum Ausdruck. Aber wir haben jetzt Zeit im Sommer, die Elke und ich wollen sicherlich so und so neue Sachen probieren. Jetzt experimentieren. Dann werden wir den Gedanken aufnehmen und wir sagen danke dafür. Bitte. Nur als Information für die Teilnehmer, die heute auch dabei sind, also ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen die Fotos drucken und verschicken. Ich werde die alle auf Hochglanz drucken, weil es einfach bei den Leuchtbildern besser aussieht. Sollte jemand da vielleicht sagen, okay, hätte es lieber matt, einfach kurz schreiben. Und das ist auch ein Benefit dieser Farbspektakel. Hier schickt man dann auch im Nachgang noch einen A3-Ausdruck zu. Wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen Werbung noch in eigener Sache, bevor es dann zur Photoshop-Challenge geht. Die Fotowochenenden stehen jetzt unmittelbar bevor. Es geht Ende Juni nach Osttirol. Da sind noch Plätze frei und ebenso in Heiligenblut. Wobei Waldviertel gibt es nur mehr 2 Plätze beim Zusatztermin. Und Südtirol ist auch noch buchbar. Osttirol gibt es noch einen zweiten Termin Ende August, Anfang September und da gibt es noch 3 Plätze. Aber prinzipiell sind die Fotowochenende alle sehr, sehr gut gebucht. Ich bin da sehr happy. Und wir haben überhaupt ein sehr, sehr gutes erstes Halbjahr gehabt und sind schon sehr zuversichtlich, dann wie es im Sommer weitergeht. So, jetzt werde ich da mal kurz umschalten und da mal den Oliver bitten, dass du einmal mit der Photoshop-Challenge startest. Ja, also
Hallo auch und schönen Grüß vom verregneten Salzburg, den ganzen Tag schon Regenwetter. Und Regenwetter ist ja ideal, um Bilder auszuwählen und Bilder zu bearbeiten und dann vielleicht ein Fotobuch zu erstellen. Ja, also ich gebe euch kurz meinen Bildschirm frei. So, jetzt muss ich nur schauen. Karl, da im Moment sagt es mir da Photoshop nicht an. Ich schließe das noch einmal. Warte mal, also du darfst. So, jetzt zeigt es mir es an. Sehr gut. So, ich gebe euch. Warte mal, ich muss die nochmal, Oliver, ich glaube, wir sehen die noch. Ja, jetzt wird es dann was. Ja, also ich gebe euch jetzt meinen Bildschirm frei. Ja, wunderbar. So. Ja, also das ist das Bild für heute Abend. Das hat mir Karl zur Verfügung gestellt, da ich dort an dieser Location noch nicht war. Karl, kannst du kurz sagen, wo das war und was du beim Fotografieren da beachtet hast? Ja, das ist eher die Altstadt von Porto. Wir waren oben auf der Brücke und es war irgendwie sehr, sehr diesig. Die Sonne ist gerade noch ein bisschen durchgekommen. Und ich habe eigentlich nur geschaut, damit ich ja nicht zu überbelichtet bin in den hellen Bildbereichen, was natürlich dann zur Folge hat, dass der Rest ein bisschen unterbelichtet war. Ja, wobei meine Meinung ist die, also wenn man so eine Situation vorfindet, dann ist es immer günstig, mit der Kamera, also auf die Lichter korrekt zu belichten, damit man halt dann da noch Zeichnung hat und das sieht man ja da schön. Dass da jetzt hinten noch die Farben von Orange, Gelb bis ins Weiß laufen. Und natürlich wird dann der Vordergrund ein bisschen dunkler. Ja, und das kann man natürlich dann mit der RAW-Konvertierung ein bisschen ausgleichen. Also ich habe da schon die RAW-Konvertierung vorbereitet. Also ihr seht eh, man kann da noch mit den Reglern ein bisschen nachhelfen. Ich zeige euch nur ganz kurz, was ich gemacht habe bei der RAW-Konvertierung. Also ich bin mit dem Farbtemperatur ein bisschen ins Warme gegangen. Ich wollte diese Sonnenuntergangsstimmung ein bisschen unterstützen, so wie bei der Fotografin vorher. Die hat ja lauter so schöne warme Bilder da auch gezeigt. Ja, dann habe ich die Belichtung ein bisschen angezogen. Und das Entscheidende ist halt, dass man dann den Tiefenregler anzieht, um dann halt in diesen dunklen Bereichen das Ganze ein bisschen heller zu gestalten. Und meine Bildidee war, dass ich sage, ich möchte so ein richtiges Urlaubsposter für Porto produzieren. Also das heißt, ich habe dann auch da noch die Sättigung ein bisschen angezogen, damit dann da diese orangenen Farben noch richtig schön herauskommen. Also das war jetzt die Rohkonvertierung. Ich zeige euch nochmal zum Vergleich das Originalbild. RAW-Konvertierung. Also ihr seht eh, da bei den Lichtern hat sich nichts geändert. Ja, jetzt ist natürlich, wenn man sagt, da unten geht jetzt die Sonne unter, da ist ja an dieser Stelle jetzt ja natürlich kein Licht. Also das heißt, ich lege mir da jetzt an der RAW-Konvertierung, ich beschrifte das Ganze noch mit RAW, lege ich mir jetzt an dieser Ebene eine Maske, nehme mal einen schwarzen Pinsel, mache den Pinsel ein bisschen größer, ja, und nehme da jetzt diese RAW-Konvertierung weg und erzeuge hier wieder so ein bisschen mehr diesen dunklen, kühleren Bereich. Ja, das halt da kommt ja kein Licht hin, weil das liegt ja da, die Häuser sind ja vor der Sonne. Ja, ich schalte jetzt einmal die Maske ein. Mit der gehaltenen Shift und linker Maustaste kann man da jetzt die Maske ein- und ausschalten. Ja, so wirkt das Bild schon wieder mehr fotorealistisch. Und jetzt ist halt meine Bildidee, es soll so ein richtiges, cooles Urlaubsbild werden, wo man sagt, es ist so also ein richtiges Angeberfoto, entspricht halt dann nicht mehr den natürlichen Gegebenheiten, aber das ist halt immer die Entscheidung des Bildbearbeiters, was er halt dann aus diesen Rohdaten machen möchte. Und mein Ziel ist es jetzt, dass ich da noch so ein bisschen mehr dieses Gelbe von der Sonne hineinbringe. Ja, so wie es halt die Fotografin vorher auch immer gern gemacht hat bei ihren Familienbildern. Dann nehme ich mir die Gradationskurve, ziehe vielleicht die Mitteltöne noch ein bisschen ins Helle und dann sage ich, und jetzt möchte ich die Lichter in diesem Bild ein bisschen mehr wärmer einfärben. Ja, dann nehme ich mal den Rotkanal. Wenn ich jetzt den
hellsten Punkt beim Rotkanal nach links bewege, ihr seht eh, wird das ganze Bild rötlich. Also das heißt, da erzeuge ich mal nur in den Lichtern die Wärme. Gehen wir vielleicht bei den Mitteltönen auch noch ein bisschen Wärme dazu. Jawohl, jetzt ist natürlich blutrot, so schaut das nicht aus, wenn die Sonne untergeht. Daher gehe ich jetzt in den Blaukanal. Naja, Blaukanal, wenn ich da blau dazugebe, na, das will ich nicht. Aber die Gradationskurve funktioniert so, wenn ich jetzt die Kurve nach unten ziehe im Blaukanal, dann verstärke ich die Komplementärfarbe. Und die Komplementärfarbe von Blau ist halt gelb und dann kommt halt mehr Gelb und ihr seht eh, oh, jetzt wird dieses Bild wunderschön in den Lichtern orange. Gehen wir vielleicht die Mitteltöne auch noch ein bisschen. Ja, sehr schön. So gefällt es mir jetzt einmal gut. Jetzt habe ich da diese wunderschönen Flares zusätzlich verstärkt. Aber ich möchte es genauso wieder wie vorhin nicht über das gesamte Bild, sondern auch nur wieder da in diesem Teil, wo halt die Sonne da unter den Wolken da durchbricht. Das heißt, mit Steuerung I invertiere ich die Maske. Der ursprüngliche Bildbereich ist wiederhergestellt. Also das heißt, ich habe jetzt diese Gradationskurve zu 100% mit einer schwarzen Maske ausgeblendet. Und jetzt nehme ich mir einen weißen Pinsel und male jetzt auf dieser schwarzen Maske ganz dezent dieses orange Licht da ein bisschen hinein, da wo halt die Sonne da so die Häuser ganz oben noch streift. Schauen wir uns einmal die Maske an mit gehaltener Alt-Taste, wenn ich da auf die Maske klicke. Ihr seht eh, ich habe den Effekt hier da nur ganz zart hineingemalt. Ich mache das Ganze ein bisschen größer, Pinsel ein bisschen kleiner. Und da, wo die Häuser wieder der Sonne abgewandt sind, nehme ich diesen gelben Effekt wieder weg. So ungefähr, ich nehme sogar ein bisschen mehr Deckkraft. Ja, jetzt schaut es gut aus. Und damit das Ganze jetzt wirklich natürlich wirkt, ich schaue jetzt einmal da diese Gradationskurve ein aus. Ihr seht es eh schon, wie dieser Flair oder die Sonne jetzt mit ihrem gelben Licht da diese Stadt überflutet. Aber das schaut noch ein bisschen künstlich aus. Und natürlicher wird das Ganze, wenn ich jetzt diese Ebene noch mit einem ebenen Stil, mit dem Bild darunter verrechne. Und wenn ich da jetzt die Ebenenstile aufklappe, naja, was bietet sich da an? Die Modi, die aufhellen. Und da nehme ich halt einfach den Modus aufhellen, weil wir wollen ja dort ein bisschen mehr Licht hineinbringen und das ganze Licht ist dann auch ein bisschen orange. Und jetzt schaut mal, wie natürlich das wirkt. So kann man halt ein sehr spannendes Foto erstellen, das jetzt nicht mehr fotorealistisch ist, aber halt, wie wir gesagt haben, ein Gemälde darstellt, wo die Sonne so richtig diese Stadt jetzt überflutet. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen größer, doppelt auf die Hand klicken und dann hat man die ganze Fläche von Photoshop ausgenutzt. Und ich zeige euch jetzt nur noch einen Vorher-Nachher-Vergleich. Also da die unterste Ebene ist ja die RAW-Ebene und wenn ich jetzt da mit gehaltener Alt-Taste auf das Auge klicke, werden alle Ebenen darüber ausgeblendet und so kann man wunderschön sagen, okay, das war das Originalbild und das war jetzt das finale Bild. Ja, also das heißt, wenn sie so Gegenlichtaufnahmen durchführt, dann könnte man halt da noch also ein bisschen einen Sonnenflair hineinbringen und das ganze Bild ein bisschen romantischer und spannender gestalten. Ja, und wer sich das jetzt nicht ganz gemerkt hat, Schritt für Schritt, Karl wird ja die Aufzeichnung von diesem Fotocafé wieder online stellen und dann kann man sich dort noch einmal Schritt für Schritt diesen Effekt genauer anschauen, um dann in den eigenen Urlaubsbildern wunderschöne Sonnenflares hineinzubauen. Ja, das war jetzt von meiner Seite die Photoshop Challenge. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Macht's viele schöne Urlaubsbilder und ich schalte jetzt zurück in die Zentrale nach Wien. Bis bald! Oliver, danke, du warst ja wieder mal super. Aber ich würde mit dir jetzt zum Abschluss noch ganz gerne ein bisschen plaudern. Jetzt bist du mir zu schnell verschwunden. Nein, bin ich noch da. Nein, ich würde dich gern pinnen. Warte mal. Was hast du jetzt eigentlich für nächste Projekte im Sommer? Wo bist du unterwegs?
Du meinst jetzt die beruflichen Projekte? Ja, und fotomäßig. Ja, also ich habe heute finalisiert einen Auftrag mit der Firma Rachbauer. Das ist einer der größten Kräneanbieter in Österreich. Also die haben mobile Kräne. Also da kostet so ein Fahrzeug mit so einem Kran mehrere Millionen Euros. Und die sind halt da spezialisiert und bauen jetzt eine neue Webseite und brauchen dann natürlich da so richtige Actionfotos. Und wie sie bei mir angefragt haben, sie haben ja bei mehrere Fotografen angefragt. Und ich habe dann zu der Marketingchefin gesagt, und wissen Sie, als Student habe ich den LKW-Führerschein gemacht, dann habe ich noch den Kranschein gemacht und auch den schweren Kranschein und bin dann auch bei den Salzburger Festspielen mit solchen riesen LKWs und Kränen gefahren. Also wenn es einer kann, dann bin es ich, weil ich verstehe das Produkt. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Marketingchefin so beeindruckt hat. Aber sie haben sich dann für mich entschieden. Na, Feedback habe ich schon bekommen. Also sie haben mein Portfolio angesehen, haben dann natürlich dort sehr viele Industrieaufnahmen gesehen auf meiner Webseite und waren halt der Meinung, dass ich da der richtige Mann da bin. Nachteil für diese Firma ist jetzt, die können jetzt am Samstag mit mir ausreiten zu den Baustellen und das vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Habe ich gesagt, also wenn es mit mir arbeitsunscheide Bühne wird, dann müssen wir halt früh aufstehen und spät schlafen gehen und das am Wochenende. Aber das machen sie. Ja klar, du, das ist, wenn die Fotos gut werden sollen. Hast du eigentlich irgendein Wanderurlaub geplant oder so? Weil du bist ja immer viel natürlich. Also das heißt, ich habe das heuer so gemacht, dass ich jetzt Hochsaison. Also ich habe so viele Anfragen im Moment, und daher habe ich entschlossen, jetzt einmal noch Juli, August so richtig Vollgas zu geben. Und ich bin dann die ersten 14 Tage im September wieder in den Lienzer Dolomiten unterwegs. Und da werdet ihr dann sicher wieder auf meinem Instagram-Profil und auf meinem Facebook-Profil dann ein paar spektakuläre Bergbilder sehen. Man, an den Wochenenden bin ich natürlich auch mit meinen Kletterfreunden da in der Salzburger Gegend unterwegs, wenn das Wetter zulässt. Also vor 2 Tagen waren wir ganz toll klettern am Wolfgangsee. Also der Franz ist eh da. Ich weiß nicht, ob er den Blombergstein kennt und dort das Klettergebiet. Franz, bist du noch da? Ja, weiß ich nicht jetzt. Ja, also der Franz, da ist er eh noch, der Franz. Ist auch ein Alpinist und der hat mir mal Bilder geschickt aus seiner Jugendzeit. Also da war er 18 oder 20 Jahre alt vom Wilden Kaiser. Und da waren die Routen damals noch nicht so abgesichert, wie sie heute sind. Und das war für mich halt schwer beeindruckend. Ich bin auch diese Touren gegangen von Franz, aber zu seiner Zeit war das noch wirklich ein wahres Abenteuer und heute ist es doch schon ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Ja, und es wird halt dann ein ganz schöner Wanderurlaub da in den Lienzer Dolomiten, wo ich dann natürlich die Kamera mit habe und versuche halt da ein paar schöne Landschaftsfotos auch zu produzieren. Und Karl, wenn es passt, terminlich, dann vielleicht habe ich Zeit und fahre mit dir mit nach Südtirol. Ja, super. Da fällen uns ja noch ein paar Anmeldungen. Das wäre natürlich sehr, sehr toll. Werden wir schauen. Du, Oliver, mal vielen Dank für deine Hilfe. Ja, und ich freue mich schon. Das nächste Fotocafé gibt es dann am 13. September. Also wir gönnen uns ein bisschen eine längere Sommerpause. Wobei, sagen wir es, jetzt bei der Wiener Fotoschule laufen wir die Kurse quasi noch bis Mitte Juli. Das heißt, da sind wir auch da. Ich selber bin dann einmal eine Woche in Mallorca Ende Juli. Und dann geht es noch überraschenderweise 2 Wochen nach Madeira im August, aber der war wirklich auf Urlaub mit meiner Familie und es steht auch noch so eine Alpenüberquerung an. Das heißt, es wird ein sehr, sehr spannender Sommer und ich sage einmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass ihr so eine treue Community seid und immer live dabei. Uns hat es sehr, sehr gefreut, dass heute so viele Zuseher waren. Bleibt uns gewogen und ich wünsche euch einen ganz, ganz einen tollen Sommer. Ciao. Ciao, schönen Sommer. Ciao, schönen Sommer. Alles Gute. Tschüss, danke.